Die SPÖ-Landesregierung plant ein neues, ein drittes Landhaus in Eisenstadt, sagt uns aber nicht, warum das eigentlich notwendig ist. Nur durch Zufall ist unser Abgeordneter Wolfgang Spitzmüller da drauf gekommen und hat eine parlamentarische Anfrage an Landeshauptmann Doskozil und Landesrat Dorner gestellt. Doch die Antworten sind dürftig. Das Burgenland hat bereits zwei Landhäuser. Jetzt will die SPÖ-Regierung hier auf dem Areal hinter mir ein weiteres bauen. Warum, sagen Sie uns nicht. Auf Grundlage welcher Berechnungen, Studien, sagen Sie uns nicht. Es wurden bereits fast 100.000 Euro für Architekturwettbewerbe ausgegeben. Es gibt aber keine Einbeziehung der Stadtgemeinde Eisenstadt zum Beispiel. Es gibt keine Einbeziehung der Landtagsclub. Es gibt überhaupt keine Einbeziehung. Diese Blackbox-Politik ist kein Einzelfall. Aber wenn es um das Herz der Demokratie im Burgenland, nämlich das Landesparlament, geht, ist Transparenz das Gebot der Stunde. Und zu Beginn muss die Frage beantwortet werden, ob und warum ist ein weiteres Landhaus überhaupt notwendig? Genau auf diese Frage gibt es keine Antwort. Sie geben uns keine Antwort drauf. Dabei wäre genau das ja die wichtigste Frage aller. Bevor ich was plane, warum plane ich etwas? Aber das sagen Sie uns nicht. Als Gedankenspiele hat Landesrat Dorner den fast 100.000 Euro teuren Wettbewerb bezeichnet. Doch in der Anfragebeantwortung spricht er bereits von späteren Phasen der Entwicklung. Besonders enttäuschend ist dabei die Frage nach Klimaschutz und Mobilität. Die kommen nämlich eben erst in dieser späteren Phase. Geplant sei auch eine dreigeschossige Garage. Mehr Parkplätze heißt mehr Autos, heißt mehr Stau in Eisenstadt. Das kann nicht im Sinne der Stadt sein. Man kann Klimaschutz und Mobilitätskonzept nicht in ein Projekt später einplanen. Das gehört von Anfang an hinein. Es braucht hier zuerst ein Planungskonzept und ein Zusammensetzen von den Menschen in der Landesregierung, aber auch den Anrainern und Anrainerinnen und der Stadt, wo man auf jeden Fall den Verkehr mit einbezieht. Zum Beispiel den Stadtbus, der ja ein grünes Erfolgsprojekt in Eisenstadt ist, aber auch die Umlandgemeinden. Hier muss es Lösungen geben, dass es verkehrsberuhigt wird. Die Grünen fordern daher Schluss mit der Blackbox-Politik im Hinterzimmer und den teuren Gedankenspielen und stattdessen eine offene Debatte, ob ein drittes Landhaus notwendig ist und was das kostet.